Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer wieder wallt die Diskussion um die Frage nach der Kirchensteuer auf. Ja oder nein? Wie kann die Finanzierung weitergehen? Wie ist es mit kirchlicher Macht und Privilegien? Ob es die so noch gibt oder nicht, ist die eine Frage. Aber es ist gut, wenn wir uns immer wieder darüber Gedanken machen, wie wir von den hohen Podesten, auf die man uns bisweilen stellt, runtergehen könnten. Paulus sagt von Jesus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Paulus beschreibt hier das Loslassen Jesu als ein Weg der Bekehrung. Von Jesus können wir lernen, wie Bekehrung funktionieren kann. Zuerst einmal hinuntersteigen vom Podest, um wieder Bodenhaftung zu bekommen. Das ist immer ein guter Weg für unsere Kirche. Loslassen, was uns gefangen hält und was uns weghält von Jesus selbst. Jesus hat uns diesen Weg vorgemacht. Vielleicht können wir an ihm mehr ein Beispiel nehmen und loslassen, was uns gefangen hält und wegzieht von ihm. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du hast dich klein gemacht, um auf Augenhöhe mit uns zu sein. Und so oft erhöhen wir uns selbst oder genießen die Höhen, auf die wir gestellt werden. Hilf uns immer wieder, gute Wege der Bekehrung zu finden, die uns einander und dir näher bringen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.